Gut, so, was wir uns heute Morgen angucken wollen, ist, wie sich so ganz normale Haushaltsgeräte, also hier so ein sowas hier oder so, am Stromnetz verhält. Und was wir dafür haben, ist, das sehen Sie momentan da oben, so ein kleines, ja, kleines, ein Python-Programm und eine Soundkarte, die da. Und noch dazu einen solchen Zwischenstecker hier. So ein Ding. Dieser Zwischenstecker, was der macht, das male ich mal ganz kurz an. Das ist nämlich relativ einfach. Sie haben hier die 230 Volt Zuleitung. Naja, und dann können Sie natürlich die Spannung erstmal an die Soundkarte geben, wenn Sie grob vereinfacht es so machen. Ja, ein Spannungsteiler. Das ist aber eine schlechte Idee. Irgendeine Idee, warum das eine schlechte Idee ist? Nee, das soll es ja sein. Also die Last würde jetzt hier hinkommen, ne? Also die Last würde davon nichts merken erstmal. Nee, das Problem ist, das ist ja gar keine galvanische Trennung hier, nicht? Das Problem wäre ja, wenn es hier jetzt ein Problem auf der 230-Volt-Seite gäbe, eine Überspannung oder sowas, würde die sofort auf die Soundkarte durchschlagen. Sollte es hier ein Isolationsproblem oder so geben, hätte ich plötzlich 230 Volt irgendwo liegen. Und das möchte ich nicht. Also nehmen wir hier ein Bauteil, das wir noch nicht kennengelernt haben. Nämlich einfach einen Trafo. So, und dann geht es an die Soundkarte, eventuell noch mit einem Spannungsteiler, damit wir eben, ich glaube, das ist ein 12-Volt-Trafo, den wir verbaut haben. 12 Volt möchte ich natürlich nicht an die Soundkarte anlegen, dann raucht die. Das wollen wir nicht haben. So, was wir jetzt noch machen oder hier noch drin haben, ist ein weiterer kleiner Trafo. So. Ebenso geht es hier an die Soundkarte. So, das ist ein Stromwandler einfach, der hier an dem Ausgang eine Spannung erzeugt, die proportional zum Strom ist, die da durchläuft. Auf diese Art und Weise können wir Spannung und Strom gleichzeitig messen. Und dann haben wir, wie gesagt, so ein kleines Programmchen hier in Python, das uns Spannung und Strom anzeigt. Das startet auch. Das ist die Nummer 1, die ich hier anwerfen muss. Und mit ein bisschen Glück sehen wir jetzt hier die Netzspannung schon mal. Genau, so. Ich lade mal, das Init ist jetzt nicht neu, das können wir irgendwann nochmal machen. Ich lade mal die Initialisierung hier neu ein. Und dann, ob das jetzt wirklich 223 Volt sind oder so, das kann ich nicht wirklich sagen, weil ich es nie wirklich mit dem Multimeter nachgemessen habe. Man müsste jetzt eigentlich das Ding nochmal kalibrieren, mit dem Multimeter nachmessen, ob das alles stimmt und so. Darauf kommt es aber auch hier gar nicht an. Nehmen wir mal an, das sind 230 oder 223 Volt, whatever. So, was Sie sehen ist, Spannung ist immer blau. In blau den Spannungsverlauf, in rot den Stromverlauf, hier in dem Diagramm auch drin. Das heißt also hier, diese Linie hier ist 0. Eigentlich sollte sie wirklich ideal 0 sein. Wir werden gleich sehen, dass sie das nicht ist. Links unten sehen Sie den, wie nennt sich das? Leistungsverlauf und rechts den Frequenzanteil, die Fourier-Transformation von des Stromes. Darauf gehe ich gleich etwas näher ein. Ich mache jetzt erst einmal ein bisschen eine Last dran, weil das, was man jetzt sieht, ist vielleicht ja gar nicht das, was man erwarten würde. Ich will nur den Wasserkocher hier, den ich den Kollegen geklaut habe, nicht ohne Wasser anwerfen, dann wird er nämlich zu heiß. Aber ich brauche ihn eigentlich bloß einzustecken. So, und mit ein bisschen Glück sehen Sie, dass jetzt natürlich plötzlich die Stromstärke steigt. Die Wirkleistung läuft hier, zeigt 1835 an. Das sehen Sie auf der linken Seite da. Das ist ein 1800 Watt Kocher. Stimmt also in etwa, nicht? Also legen Sie mich jetzt nicht auf ein halbes Watt fest. Ist auch egal. So, ich skaliere das nochmal so ein bisschen. Hier alles, den Strom ein bisschen runter skalieren. Das dauert immer ein bisschen. Oder so rum. Nee, halt. Ah, jetzt hat er es gemacht. So, das wäre richtig gewesen. Die Momentanleistung. Drehe ich in die richtige Richtung? Ja. Na komm, bevor das Wasser heiß ist hier. So, also, was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt Strom und Spannung, ja, eben nicht ganz in Phase.
Aber fast. Ne? Also wir würden jetzt erwarten, so ein Wasserkocher, das ist eine ohmsche Last. Was, als was anderes sollte man das bezeichnen? Der Cosinus Phi wird übrigens falsch ausgerechnet, hier mit 0,99. Das kann natürlich nicht stimmen. Nicht? Das heißt nicht, doch, ist richtig. Entschuldigung, wird richtig ausgerechnet. Also der Leistungsfaktor da oben, die Scheinleistung mit 1820, Wirkleistung 1800 und Blindleistung mit 270 Volt Ampere reaktiv hier angegeben. Spannung ist ein bisschen zusammengesackt. Ich habe natürlich hier auch ein bisschen Leitung noch dazwischen, also hier so eine Mehrfachsteckdose und alles sowas. Das heißt, das kann also durchaus sein, dass bei dem Strom effektiv hier von 8 Ampere ja fließen, auch so ein bisschen Spannungsabfall sich ergibt auf der Leitung und dementsprechend eben die Spannung an der Steckdose etwas absackt. Also das kann alles gut sein. Worauf ich Augenmerk lenken möchte, ist der Leistungsverlauf hier unten in der linken Ecke, also das Grüne hier. So, da sehen Sie, das ist sicherlich irgendwie doppelt so schnell oder schneller als das, als Spannung und Strom verlaufen. Und Sie sehen, es ist rein positiv. Sie haben da ganz schnelle folgende, also doppelt so schnell folgende Peaks, wie Sie das bei der bei Spannung und Strom haben. Ich glaube, das ist auch zu erwarten gewesen, nicht, dass die Leistung sich eben so verhält. Die Leistung ist rein, so wie es hier aussieht, rein positiv. Wir können gleich mal reinzoomen, dann sehen wir noch was anderes. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Frequenzanteil in Strom drin. Da sehen Sie hier bei 50 Hertz, hier unten, da haben Sie den größten Anteil. Das ist der Maßstab. Und dann sehen Sie hier bei Rot um ca. 30 dB, also um den Faktor 1000 in der Leistung, beziehungsweise um den Faktor gute 30 in der Amplitude gedämpft gegenüber dem 50 Hertz Anteil, der 150 Hertz Anteil, der, was kommt als nächstes, 250 Hertz und so weiter. Also ungerade Vielfache von 50 Hertz tauchen hier auf. So, das fängt jetzt an zu stören. Den kriege ich aber, glaube ich, nur aus, indem ich ihn kochen lasse oder Stecker ziehe. Ja, wir können ja nochmal, solange es hier kocht, nochmal in den Strom reingucken. Quatsch, in die Leistung reingucken, ob das alles wirklich so ist, wie wir erwarten. So, und da sieht man es jetzt, es gibt leichte Spitzen nach unten, also hier so bis minus, was sind das, 30 Watt oder sowas da, geht das mal. Das könnte man jetzt an der Stelle sagen, na okay, bei der Skalierung, die du da hast, ist das vielleicht einfach nur ein Messfehler. Das müssen wir gerne näher untersuchen, ob das wirklich sein kann, also vielleicht nicht richtig skaliert oder sonst was. Also es ist so, wie es da ist, wie es aussieht. Man könnte an der Stelle natürlich noch sagen, vielleicht hast du nicht ganz richtig gemacht. Ich wollte noch das Maximum mal kurz angucken. Hoffentlich bevor das Wasser jetzt gekocht hat, weil dann ist er nämlich aus. Jetzt mal schnell gucken, wo das Maximum liegt. So hier circa bei 3500, 3600, also etwa beim Doppelten von dem, was die mittlere Leistung ist. Auch das sollte eigentlich zu erwarten gewesen sein. Nicht? So, dann haben wir jetzt heißes Wasser. Kaffee ist aber schon fertig. So, da kocht er. Und gut, jetzt hat er sich abgeschaltet. Nicht? Das müsste man jetzt auch irgendwann mal sehen. Da ist weg. So, das war das. Das muss ich mal kurz wegkippen. Oh oh. Also, der Stecker ist heiß. Und der Stecker ist weit weg von dem, was ich hier mit dem heißen Wasser habe. Das heißt also, diese Steckverbindung hier ist offensichtlich semi-gut. Also heiß, ich kann noch anfassen, aber er ist merklich warm, ne? Und Sie wissen ja, vor solchen Mehrfachsteckdosen und so wird ja auch immer wieder gewarnt, also man sollte da nicht mehrere von hintereinander stecken. Wobei das als solches nicht das Problem ist. Das Problem könnte sein, Sie haben einfach eine viel zu billige Steckdose, die dann wirklich heiß wird. Und eine von denen, also die erste in der Kette von der Steckdose aus gesehen, die überlasten Sie einfach. Und das ist natürlich was, was wir nicht unbedingt wollen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Kleinkram hier. So, hier, was man so im Haushalt hat. Ein Heißluftföhn. Also kein normaler Föhn, nicht für die Haare verwenden. Der macht hier, was sagt er? Kann nicht Gebrauch ein wenig rauchen, das ist normal, super. Also man weiß schon, wo er gefertigt wurde oder wo er nicht gefertigt wurde. 2000 Watt sagt er, 550 Grad Celsius, 500 Liter pro Minute. Also die Haare werden da schnell trocken.
Gucken wir uns mal, das war jetzt nur der Steckmechanismus. Gucken wir uns mal den Verlauf hier an. Der hat zwei Stufen. Die eine Stufe macht nur 350 Grad, das ist glaube ich nicht das, was uns interessiert. Die eine Stufe macht 1000 Watt, die andere 2000. Ne, kommt ziemlich gut hin. 4,2 Ampere. Die Spannung ist ein bisschen abgefallen. Die Leistung hier geht auf 2000 hoch. Stromverlauf wunderbar. Jetzt mache ich die zweite Stufe. Muss vielleicht ein bisschen lauter sprechen. Und dann passiert das, was man auch so erwarten würde. Gut, er geht jetzt nicht auf 2000 hoch. Das ist vielleicht kein Reklamationsgrund, dass er 10% zu wenig hat. Ausgangsleistung vielleicht auch schon ein bisschen alt. Oder noch nicht richtig eingefahren, whatever. Jedenfalls passiert wieder das, was zu erwarten war. Sie sehen, dass die Leistungsspitzen auf etwa die momentane Leistung das Doppelte hochgehen. Und die anderen machen das. Und zwischendurch geht es auf Null und die mittlere Leistung bleibt eben in der Mitte. Machen Sie ruhig von den Dingern ein paar, weil das habe ich als Screenscast mitlaufen. So. Auch das, Spannung und Strom weitgehend in Phase, Cosinus Phi 0,98. Auf die Frequenz da oben würde ich nicht zu viel geben. Da würde ich eher vertrauen, dass das wesentlich dichter an 50 Hertz liegt, als ich hier mit diesen 48 da angezeigt habe. Wahrscheinlich würde bei echten 48 Hertz das Netz auch schon ausgefallen sein, weil sie da die Generatoren nicht mehr sauber synchronisieren können. Also das wären wohl eher 50. Das liegt an unserer Messung hier, wie wir das machen. Wir haben ja nur eine endliche Anzahl von Perioden, über die wir dann die FFT und die Frequenzmessung machen. Und da ist eine große Ungenauigkeit, eine wesentlich größere Ungenauigkeit in unserer Messung als in dem, was das E-Werk macht. So, also wir merken uns hier gelber Heißluftföhn, Spannungsverlauf. Ich habe mal, weil das so schön aussah, noch einen anderen mitgebracht. Das ist der bei uns aus dem Labor hier. Auch der hat zwei Stufen. Ist nicht ganz so klasse wie meiner, macht maximal 1500 Watt, 300 Grad Celsius in Position 1, 500 in Position 2 und kann auch nicht ganz so viel Wind machen. Darauf kommt es aber nicht an. Gucken wir uns mal Stufe 2 an. Na, jedenfalls stimmt er mit der Bezeichnung besser überein. 1450 und hier steht 1500 Watt drauf. Das passt besser. Und auch da gucken wir uns mal die erste Stufe an. Und da sehen Sie, hallo, genau, so. Da sehen Sie, wie der im Prinzip seine Leistung regelt. Während der andere mindestens zwei echte Wendeln hat, Heizwendeln hat, hat der wahrscheinlich nur eine Diode oder sowas da drin und schneidet einfach die eine Halbwelle ab. Wir können natürlich spaßeshalber mal den Stecker umdrehen. Dreht sich auch das um. Ne? Also da ist nur eine Diode drin, die einfach die eine Halbwelle wegmacht. Sie sehen dann unten eben auch diesen überhaupt nicht mehr gleichmäßigen Leistungsverlauf. Ja, an den Parametern hier Wirkleistung und Blindleistung erkennt man das nicht unbedingt, weil die das eben nur zum Teil auch rausbringen. Woran man es aber ganz deutlich sieht, ist hier der Oberwellenanteil. Ne? Guck mal, da ist plötzlich jetzt eine Linie bei 100 Hertz rausgekommen. Die war vorher gar nicht da und auch die Linien bei 150 ist sie sehr gering. Aber dann bei 200 Hertz wieder, da sind also jetzt auch deutliche Nebenlinien deutliche harmonische bei den Vielfachen von 50 Hertz zu finden. Und zwar auch bei den ganzzahligen Vielfachen, die wir eben gar nicht hatten. So, auch den mal an die Seite stellen. Können wir noch mal eins ausprobieren? Das ist auch für mich jetzt mal was Neues. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß, was ich erwarte, aber ich sage es nicht. Ich nehme einfach mal das sind hier 40 Meter oder so. Ja, 40 Meter. 40 Meter. Ich hätte aufräumen sollen hier. 40 Meter Kabeltrommel und mache was man auch nicht machen sollte. Können Sie sich denken, was? Jetzt einfach was dranhängen, ne? Ohne abzuwickeln. Die sagt auch, was sagt sie denn? Man kann es gar nicht mehr lesen. Also aufgewickelt maximal 1000 Watt.
Da gehen wir dann mal locker drüber, hier mit den 1800. Und abgewickelt kann ich es nicht lesen, weil einer so sinnvollerweise einen Stempel draufgesetzt hat. Ich vermute 3500, weil das die Spezifikation wäre. Gucken wir mal, was passiert. Oder ob was passiert. Also es wird nichts passieren, wenn wir das kurzzeitig machen. Aber es passiert auch eigentlich kaum etwas Merkliches, was das stören sollte. Also wenn ich mich ja richtig erinnere, ist die Blindleistung jetzt hier ein bisschen hochgegangen. Ja, ist ja eigentlich nicht mal. Jetzt fällt es nämlich auf 250 wieder. Die Spannung 214. Also Sie merken sich vielleicht mal die Werte. 1725, 255 und 214. Und wenn ich jetzt den Wasserkocher wieder direkt einstöpsel, was haben wir dann? 3 Volt mehr. Ja, nicht mal. Sogar weniger eher. Das wundert mich jetzt schon. Blindleistung bleibt beim selben. Vielleicht muss er erst einen Moment warten, bis sich das mal eingependelt hat. Also es ist kaum ein Unterschied, nicht? Also auch diese 40 Meter Leitung hier machen da eigentlich nichts dran. So, und auswickeln mache ich jetzt nicht. Also nicht, weil das Abwickeln, das macht ja immer noch Spaß, aber das Wiederaufwickeln, das mag ich immer nicht so gerne bei diesen Dingern. Hätte jemand was anderes erwartet oder was hätten Sie vielleicht erwarten können? Ja. Ja, also man hätte einen gewissen Spannungsabfall erwarten können. Ja, war aber ja nicht, nicht? Also der ohmsche Widerstand von dem Ding ist gering, bitte? Nee. Also, scheiße, ja, stimmt. Achso, wir haben immer vor der Verlängerungsleitung gemessen. Genau, das war mein Denkfehler gerade. Hey, genau. Machen wir es nochmal. Wir können auch mal kurz umstöpseln. Genau, das wollte ich auch noch machen. Also das ist alles vor, das ist richtig, das ist vor der Verlängerungsleitung. Und jetzt muss ich einmal kurz dahin stöpseln. Den stecken wir mal hier. Passt der überhaupt rein? Leerlauf da rein, geht da was? Ja. Der ist nämlich nicht richtig drin. So, jetzt haben wir richtig drin, ne? So. Und wenn wir jetzt da reinstecken, so, jetzt, genau, jetzt geht die Spannung natürlich deutlich runter. Ja, das war gar nicht der Effekt, auf den ich abheben wollte oder den ich sehen wollte. Deswegen habe ich da gar nicht nachgeschaut. Also Sie sehen jetzt, hier ist tatsächlich die Spannung um 10 Volt abgefallen, circa nochmal. Also wir haben jetzt 205 anstatt eben 214, 215. Also der ohmsche Widerstand schlägt zu. Worauf ich eben geachtet hatte, war, und deswegen hatte ich das auch so rum eingestöpselt, dass ich vor der Verlängerungsschnur gemessen habe. Ich wollte mal gucken, ob das was an der Blindleistung ausmacht, was es eigentlich nicht machen sollte und was es auch nicht gemacht hat. Man könnte ja erwarten, da ist aufgedrehtes Kabel, das macht eine Induktivität, aber natürlich ist das auch anders. Also geht der Strom immer in die eine wie in die andere Richtung. Also die Magnetfelder der Leitung, die kompensieren sich immer und von daher gibt es gar keine gespeicherte Energie im Magnetfeld und der induktive Effekt von dem Ding ist einfach nicht da oder vernachlässigbar. Ne? So. Dann wollte ich jetzt nochmal an ein paar kleinere Verbraucher rangehen. Nee, gar nicht. Lautere Verbraucher rangehen. Nämlich, ich habe da noch so ein bisschen was mitgebracht, den wir schon uns mit Föhn beschäftigt haben. Aber Sie sehen schon, den habe ich vergessen. Unseren Föhn aus dem Badezimmer. Ich habe nur den aus der Werkstatt mitgebracht. An sowas denke ich immer gar nicht. So. Ein bisschen was grundsätzlich anderes, was wir bislang immer hatten, war was im Wesentlichen nur Hitze macht. Also natürlich ist da ein kleiner Motor drin oder Ventilator drin in diesen Heißluftföhns, nicht? Aber im Wasserkocher noch nicht mal das. Und jetzt mal gucken, was hier so eine Bohrmaschine macht. Aber ein bisschen mehr. Die hat natürlich ein ganz anderes Leistungsniveau.
Nicht in die richtige Richtung, ja. So, das ist das, was er so kann. Also Sie sehen, der Stromverlauf ist ein anderer, der ist nicht mehr schön sinusförmig, der ist auch, wenn Sie mal auch auf Wirkleistung und Blindleistung gucken, Sie haben im Anteil einen merklich, Sie haben einen merklichen Anteil an Blindleistung damit drin, was eben auch einfach hier an den Induktivitäten des Motors und so weiter liegt. So, mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen bremsen können, das Ding. Das wird nämlich heiß, wenn ich das bremse. Also ich will jetzt hier keine Löcher in die Wand bohren und da wirklich Last mit erzeugen. Gut, Sie sehen noch hier, wenn ich nur, das ist ja so eine, die kann man stufenlos regeln, wenn ich hier nur so ein bisschen Gas gebe, dann sieht der Stromverlauf ganz komisch aus. So, dann gibt es nur hier beim Nulldurchgang irgendwann mal, wird dann eben mal zugeschaltet. Das könnte jetzt auch so eine Phasenabschnittsschaltung sein. Gucken, ob wir das ein bisschen größer drehen können. Ja, ist schwer einzustellen, ne? Na, mit ein bisschen Fantasie mag man erahnen, dass das ein bisschen eher einschaltet, nicht? Dass es also so eine Phasenabschnittschaltung ist. Aber das ist mehr Fantasie als Messtechnik, die man dafür braucht, um das festzustellen. So, dann haben wir noch was hier für die Erwachsenen unter uns. Er sagt schon 104 Dezibel. Es ist mir noch nie passiert, dass der Nachbar reingekommen ist und sich beschwert hat. Also können wir mal ein bisschen mehr Gas geben. Was hatten die hier? Müsste irgendwo draufstehen. 900, was ich nehme mal an, 900 Watt wird sie nehmen. Macht bis zu 5000 Umdrehungen. Ja. Und ist laut. Aber die hilft echt, wenn Sie ein Loch in die Betondecke bohren wollen, dann ist das genau das Richtige, ne? Ja, das ist das, was ich nicht verstehe bei dem Ding. Also offensichtlich ist der Schalter schon ein bisschen weit eingedrückt. Gibt ein bisschen den Geist auf. Also was man vor allen Dingen sieht, glaube ich, also es ist nichts wesentlich anderes als bei der anderen Bohrmaschine auch, aber was man im Wesentlichen wohl sieht, ist doch, dass hier wir es nicht mit sinusförmigen Strömen zu tun haben. Ne? Und das mag ein bisschen frustrierend für diese Vorlesung auch sein,
Weil jetzt rechnen wir hier alles mit schönen sinusförmigen Spannungen und Strömen, keine Oberwellen und so weiter, keine Schaltvorgänge und so, bis auf vielleicht mal einmal ganz am Anfang im ersten Semester, in der ersten Vorlesung. Und dann ist die Realität so, wie Sie da sehen, ne? Also solche Stromspitzen, die da irgendwo rauskommen, irgendwas, was dreieckförmig aussieht und eben nicht sinusförmig, nicht? Und da könnte man sich jetzt natürlich an Ihrer Stelle fragen, was soll denn der Scheiß? Jetzt rechnen wir da irgendwas, was synthetisch schön sinusförmig aussieht und eigentlich ist die Realität eine ganz andere, nicht? Und an der Stelle kann man nur sagen, das, was Sie da unten rechts sehen, also hier in der Fourier-Transformation, hier an der Stelle, das ist eigentlich genau die Antwort. Nicht? Sie rechnen das System für einen Sinus, wir sind vielleicht bei 50 Hertz, nehmen es also idealisiert an und rechnen das System dafür durch. Aber Sie könnten es genauso für 150, für 200 und so weiter durchrechnen. Und dann haben Sie alle Komponenten, die da drin sind, also auch die, die im Dreieck drin sind, wir haben es ja früher mal gerechnet, dabei. Und dann können Sie das System zusammenbauen und dann eben aus der Reaktion bei 50 Hertz, bei 150, bei 250, bla 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 und so weiter, könnten Sie dann eben tatsächlich das gesamte Verhalten dieses Systems ausrechnen. Und das mit Omega, wir rechnen ja meist mit Omega und nicht mit wirklich 50 Hertz. Das ist dann eben nur ein Idealfall tatsächlich, aber Sie könnten die leicht erweitern, indem Sie sagen, okay, dann nehme ich eben die 150 Hertz Komponenten und so weiter mit dazu und dann haben Sie das System. Wir rechnen weiterhin eigentlich nur alles linear. Das, was Sie bislang gesehen haben, außer hier Wasserkocher und der eine Heißluftföhn, ist aber alles andere als linear, nämlich nicht linear. Und das machen wir tatsächlich deswegen noch nicht oder nicht, weil es einfach so für die Handrechnung zu schwer ist. Also wir verstehen jetzt erstmal das System im linearen Bereich und das ist schon schwer genug. Und dann kann man das eventuell mal erweitern auf den nicht-linearen Bereich. Für die Gleichspannungen haben wir das ja schon getan. Gleichspannungen, Gleichströme mit einfachen Diodenschaltungen und so oder anderen Sachen. Für die Wechselspannung wird das nicht passieren. So. Gucken wir uns noch ein paar Dinge an. Das habe ich hier. Nicht alles davon ist absolut aktuellst, weil ich nicht jedes Vierteljahr in den Baumarkt gehe, um neue Lampen zu kaufen. Fangen wir mal an hier mit so einer, was haben wir hier, 46 Watt, 2700 Kelvin. Ich hoffe, es ist auch das drin, was draufsteht. Genau, da ist im Prinzip so eine Halogenbirne drin in dieser E14 gesockelten Lampe, das ist ein Glühding, also ist gar nicht mehr so einfach, sowas zu kriegen. Nur aufpassen, die ist auch heiß dann irgendwann. Jetzt machen wir hier den Strom ein bisschen lauter. Also Sie sehen sicherlich die Phasenverschiebung hier so ein bisschen zwischen Spannung und Strom. Ja, aber die beiden folgen doch einander sehr, sehr parallel. Nicht? Der Strom sieht ein bisschen abgeschnittener aus. Ist sicherlich so, wenn die Lampe heiß wird, dann ändert sich da an der Spitze natürlich ein bisschen was. Aber das ganze Ding würde ich schon noch als ohmschen Verbraucher durchgehen lassen. Der Cosinus-Phi hier ist bei 97%. Wirkleistung 47, 48 Watt. Gut, 46 steht auf der Packung drauf. Es passt also einigermaßen. Jo, so sieht eben eine Glühlampe aus. Ich will ihn nicht allzu lange hier laufen lassen, weil dann kriegst du nicht mehr raus, weil sie nämlich heiß wird. Die muss ich auch noch anfassen können hier, weil ich nämlich was anderes jetzt noch machen möchte. Die ist tatsächlich warm geworden schon, aber das bleibt ja nicht aus. Nehmen wir uns hier mal, jetzt habe ich hier eine LED, Dimmable E14. Ist das eine LED? Ist keine LED. Das ist eine kaputte Glühlampe. Genau, die macht genau das, was kaputte Glühlampen machen. Achso, ist auch nicht eingesteckt, stimmt. Aber da macht sie genau das Gleiche. Shit, da passt doch mal auf, ey. Also gut, wieso ich die jetzt dabei habe, weiß ich nicht. Ich habe gestern nur mal in unsere Packe, in unseren zu Hause, in unsere Glühlampen-Shop gepackt. Da war dann eine drin. Die kommt aber schon raus. Das ist irgendwie was, so was ganz Fieses hier mit diesen, Sie sehen das vielleicht mit diesen Filamenten hier, ne? Da dran, das weiß ich nicht. Ich finde die nicht so toll, aber verkaufen sich offensichtlich. So. Gucken wir uns mal an, was die denn tut. Oh, was ist los?
Ich hoffe mal, das ist nicht echt. Ja, gut. So. Also, immer aufpassen, dass ich nicht falle. Also, Sie sehen, das ist jetzt irgendwie alles, aber das hat nichts mehr mit dem Sinus zu tun. Ne? Da ist irgendwo, meine, im Prinzip sind die Leuchtdioden ja auch im Wesentlichen Dioden. Das heißt, irgendwo in der Spannungsspitze schalten die eben auf Durchzug, auf Durchlass. Und da geht dann eben mal der Strom rein, macht dann für einen kurzen Moment Licht. Sie sehen das ganz unten hier bei der Momentanleistung. Und ja, hat einen hohen Oberwellenanteil. Bei den gradzahligen Vielfachen, also 100, 200 und so weiter, geht es noch. Aber bei den ungradzahligen, also hier 150, 250 und so, ist das ziemlich krass. Was nicht anders zu erwarten wäre. Ja, was haben wir noch? Dieser kurze Huckel, den Sie da sehen beim Nulldurchgang der Spannung, der liegt wahrscheinlich am Stromteiler bzw. an der Schaltung hier, die wir haben. Ansonsten sehen Sie Wirkleistung 5 Watt, Blindleistung geht deutlich hoch, wobei natürlich die auch schon geschuldet ist hier dem einzelnen Gerät da. Da, also wenn ich nur die Blindleistung mal messe von dieser Trafo-Schaltung hier, dann sehen Sie da auch schon 6 Watt. Also das ist nicht unbedingt maßgeblich. Also das ist jetzt hier, muss man sich auch mal angucken, dass wenn wir gar nichts eingesteckt haben und wenn wir jetzt was einstecken, dann verhält sich das eben so mit dem Spannen. Dann kommt der Strompuls dazu. Sie sehen es unten in der Momentanleistung sehr, sehr gut. Und da können Sie sich vorstellen, wenn da jetzt einer mal so eine Lampe betreibt, ist das natürlich überhaupt kein Thema, aber vor allen Dingen, weil das eben auch gegenüber den großen Lasten, die wir eben hatten, relativ wenig Power ist. Aber wenn da natürlich ganz viele Leuchtdioden irgendwie sich so verhalten und ganze Straßenzüge mit diesen Lampen ausgestattet sind, dann mag das E-Werk da schon so ein bisschen die Nase rum, die Stirn runzeln, nicht? Und das nicht mehr so klasse finden. So, der Vorteil ist bei den Dingern, die werden nicht so heiß. Deswegen kann man die eben auch in Ruhe ausdrehen wieder. Was macht der hier jetzt? Soll so hell sein wie 40 Watt, 15 Jahre hält er, haha. 2 Jahre Garantie geben sie aber nur und macht 470 Lumen. Jetzt haben wir hier noch so eine Leuchtdiode. Da habe ich keine Packung nicht mehr. Upsa. Schon ein bisschen kälter. Ja, da sieht der Strom jetzt irgendwie ganz spannend aus, nicht? Könnte gut sein, dass da jetzt mal so ein Spannungswandler oder sowas drauf ist. Wir können mal in der Zeit ein bisschen reinzoomen. Ein bisschen geht hier noch. Genau. Das heißt, man könnte erahnen, da wird jetzt also irgendwo auf irgendwie an der jeweils nach dem Nulldurchgang wird dann irgendwie angefangen zu schalten. Schaltnetzteile sehen Sie hier jetzt nicht wirklich, weil wir hier in der Frequenz ja bloß so bis 500 Hertz hochgehen. Sie sehen vielleicht bis, oder die Soundkarte samplet, glaube ich, mit 8000 Hertz. Also theoretisch könnten Sie bis 4000 Hertz sehen, aber wenn Sie wirklich Schaltnetzteile haben, dann sind die weiter drüber. Dann sehen Sie die hier jetzt nämlich nicht. So, aber Sie sehen einen Beginn davon. So, das ist jetzt irgendwie auch alles. Aber bestimmt kein sinusförmiger Verlauf. Das erste Mal vielleicht sieht man hier eine Blindleistung, die negativ ist, also mit 7,14 Volt Ampere reaktiv, was darauf hindeutet, dass es sich hier um was Kapazitives handelt, während das andere eben alles induktiv war. Und die meisten großen Lasten insbesondere sind natürlich auch induktiv, weil da meist immer irgendwelche Spulen, gedrehte Drähte und so weiter involviert sind, also Motoren oder so. Und hier ist es dann eben mal einmal kapazitiv. Gut, so, was haben wir noch? Was können wir uns noch gönnen? Gönnen wir uns mal so ein, wo habe ich es hingeschmissen? Gönnen wir uns mal so ein Laptop-Netzteil. So, jetzt misst er sich einmal im Kreis hier. So. Ist auch alles, nur nicht sinusförmig, nicht? Jetzt momentan, ich glaube, laden tut er gar nicht so richtig. Ziehe ich mal raus. Läuft es wirklich leer? Netzteil. Tut sich da was? Nee, weil der Akku auch voll ist. Könnt mal das andere verwenden mit dem anderen Laptop. Der ist, glaube ich, nicht voll. Jetzt wird es aber hier echt
übersichtlich. Ja, ich habe ja gleich Zeit aufzuräumen. Nicht so tragisch. So. Zeigt das schon was? Also das ist jetzt hier so ein noch neueres. Das. Hey. Ach so. Mann, ey. Ja, aber macht er nicht viel, ne? Lass mal gucken, was er hier tut, wenn ich ihn hier reinstöpsel. Ja gut, er tut was, nicht? Also er... Ah, jetzt regelt er sich gerade hoch. Also Sie sehen schon, die Spannungsspitze ist am beliebtesten, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Zu viel, na egal, so, lassen wir es mal dabei. So, welche Spannungsspitze ist am beliebtesten? Da sind eventuell auch irgendwelche Gleichrichter oder sowas drin, direkt auf der Primärseite, die dann Kondensatoren zum Sieben aufladen und die ziehen natürlich nur in der Spannungsspitze nochmal den Strom nach, der vorher dann irgendwie von ihnen abgenommen wurde. Gut, so. Was habe ich noch? Ich habe hier noch so ein schönes. Ist allerdings, muss man fairerweise sagen, eine Billiglampe, die auch schon ein paar Jahre alt ist. Also auch so eine LED, nicht? Also das war so aus der Zeit, wo dann die gerade verboten wurden, die Glühlampen, und man dann auf die Idee kam, wir kaufen jetzt mal eine LED, da tun wir was Gutes für die Umwelt. Und da tut man erst einmal, hier der Schalter ist übrigens hier ganz klar auf der Sekundärseite, nicht? Also hinter dem Trafo. Wenn Sie erstmal gucken, Wirkleistung nimmt er 2 Watt auf. Können wir mal gucken, was war es vorher. Naja, nimmt halt ein bisschen was auf. 2 Watt jetzt. Und wenn ich das Licht anmache, ist wieder falsch eingestöpselt. Also die ist kaputt, auch die Lampe. Ja, das hätte ich vielleicht vorher testen sollen, dass ich hier keine kaputte Lampe anschleppe. Also die ist jedenfalls hin. Also was ich zeigen, was hier eigentlich das Ergebnis war, war, wenn Sie das auf der Sekundärseite schalten, dann ist der Trafo immer dran. Und irgendwann kam dann meine Tochter mal an, das ist die Nachttischlampe meiner Tochter gewesen, und meinte, du Papa, das Netzteil wird immer so warm. Also es wurde nicht heiß, aber handwarm. Was dabei rauskam, wenn Sie es analysieren, ist, dass der also immer irgendwie ein bisschen Leistung braucht. Und wenn Sie es ausrechnen, wenn Sie sagen, so eine Nachttischlampe, die läuft am Tag eine Stunde lang oder so, dann hat der, wenn Sie den Stecker hier drin haben, mehr Strom gezogen, als eine 100 Watt Glühlampe ziehen würde, wenn Sie die eine Stunde am Tag betreiben, nicht? Also rausgeschmissenes Geld, und die ist jetzt auch hin. Dann können wir damit auch sonst was machen. Zum Beispiel sie der Verschrottung zuführen. So, haben wir hier noch so ein schönes Standard-USB-Netzteil. Hier beliebter, ich glaube, taiwanesischer Hersteller, HTC ist das. Das Handy dazu gibt es auch nicht mehr. Es ist in einem Bus verloren gegangen. Ja, will er nicht mehr? Hat mal einer ein Handy bei zum Laden? Hier ist ein ganz normales USB. Oder habe ich hier irgendwas vergessen einzustöpseln? Das ist ganz normales USB, ja. Ups, ich mach mal gerade. Ja gut, da geht natürlich nicht viel Leistung, die da gezogen wird. Hier sind das 5, 7 Watt. Wer hat die Speck vom USB im Kopf, die Standardspeck? Wie viel Volt, Gleichspannung, wie viel Strom maximal? Also maximal meine ich standardmäßig 0,5 Ampere, maximal 1 Ampere. Und genau das ist das, was hier jetzt auch passiert. Also sie zieht da jetzt eine Leistung von 5 Watt. Auf der Sekundärseite natürlich, nicht? Ja, also 4, 5 Watt oder sowas gehen da jetzt rein.
Und auf der Primärseite braucht er dann natürlich auch nicht viel mehr. Also so übermäßig effektiv ist das Ding jetzt nicht. Wenn er hier jetzt eine Leistung, ja, regelt sich da auch ein. Also ist wahrscheinlich auch relativ gut geladen heute Morgen, ne? Also er tut noch nicht alles das, was er könnte. So, damit bin ich eigentlich mit dem, was ich machen wollte, durch. Gibt es noch irgendwie Fragen oder einen Wunsch, was man noch so machen könnte? Für irgendwer noch was anderes gemessen haben, eine Beobachtung? Ich habe nur eine Frage zur Kabeltrommel. Ob das jetzt, was würden Sie sagen, wenn da drauf steht, aufgelegt 1000 Watt, ob das übervorsichtig ist oder ob das tatsächlich, ob man sich an die Angaben halten sollte? Oder Also erstens, Sie sollten sich natürlich dran halten. Deswegen stehen Sie drauf. Zweitens, das ist natürlich nicht die Kante, bei 1001 Watt brennt das Ding ab. Ne? Sondern die haben da sicherlich, oder die haben sich an die Normen gehalten, was Querschnitt und Verlegung und Wicklungsdichte und so weiter anbelangt bei dem Ding da. Und dementsprechend eben auch Wärmeabfuhr. Und diese Normen sind natürlich so, dass die eben auch in der Wüste im Sommer noch funktionieren würden und das ganze Ding nicht wegschmilzt. Das kommt ja darauf an, was für eine Umgebungstemperatur Sie beispielsweise haben. Nicht? Von daher, ja, natürlich ist das übervorsichtig, aber ich würde mich trotzdem auch dran halten. Ne? Weil mit Strom ist man gerne auch übervorsichtig. Also wenn Sie das Ganze draußen jetzt auf dem Hof liegen haben, so, dann, was weiß ich. Also, ich habe benutzt die Dinger zum Beispiel auch mal, um die Autos auszusaugen oder so. Nicht? Und dann ist das zum Teil aufgewickelt und so ein alter Staubsauger, der zieht dann schon mal 2 kW. Dann ist das zum Teil aufgewickelt und dann machen Sie da rum eine halbe Stunde schön in der Sonne und plötzlich geht der Staubsauger aus. So, warum? Weil da natürlich eine Thermosicherung drin ist. Dann fliegt die raus, dann müssen Sie eine Viertelstunde warten und dann können Sie weiter saugen. Nicht? Dann hätte ich mal gleich rausgezogen. So, das ist das, was da passiert. Und wenn das draußen auf dem Hof liegt und dann brennt Ihnen so eine Kabeltrommel ab, dann ist das eben doof. Aber deswegen ist das kein Drama. Wenn Sie das im Haus natürlich machen oder am besten noch in der Scheune so mit Stroh oder so drumherum und dann wird so eine Kabeltrommel zu heiß, dann ist das ein echtes Problem, nicht? Also kommt immer darauf an, was Sie machen wollen. Und natürlich, dafür sind die Normen da und dafür, gut, Normen lernen wir hier jetzt nicht, aber dafür sind wir dann eben auch Fachleute eigentlich, dass wir uns daran halten, nicht? Und nicht irgendwelchen Unfug machen, so wie der Leitungsschutzschalter fliegt immer wieder raus, was mache ich? Nagel rein, ne? Oder festkleben, damit er nicht mehr rausfliegt oder sowas. Sowas tun wir natürlich nicht, sondern suchen wir den Fehler. Und ja, Sie lachen, aber sowas passiert ja. Und wenn Sie sich mal angucken, die Stromunfälle oder wenn irgendwas abgebrannt ist, dann ist das ja ganz häufig, weil Leute einfach nicht aufgepasst haben. Nicht? Also zum einen, weil ich glaube, das nimmt zu, weil Geräte im Umlauf sind, die nicht sicher sind. Die haben dann vielleicht dieses CE-Zeichen drauf, was dann aber weniger für. Ich glaube, Certificate European oder irgend sowas steht, ne? Also für europäische und so, und so mehr für China Export. Ne? Und da haben sie dann eventuell Teile, die tatsächlich im Handel sind, die nicht sicher sind. Das kann passieren. Oder eben Leute, der Klassiker ist ja dieses, ich habe mal so 5 Mehrfachsteckdosen hintereinander. Ne? So, und ganz am Ende habe ich dann irgendwie eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher und betreibe dann nochmal einen Haarföhn. So, und dann haben Sie auch natürlich noch die billigen Steckdosen gekauft, bei denen das Kabel gar nicht so das Problem ist, sondern die Kontakte das Problem sind, die eben auch nicht ideal ausgeführt sind und die werden dann einfach bulleheiß und brennen irgendwann ab. Und der Leitungsschutzschalter ist, ja, der würde zwar eigentlich auslösen, Sie sind aber eben gerade nicht bei 16 Ampere oder bei 17 Ampere, sondern Sie sind bei 15. Ja, gerade an der Kante und Ihre Dose, Ihre Mehrfachsteckdose macht es nicht mit. Das ist ja so der Klassiker. Der da passiert. Ja. Gut. Ja, klar, können wir auch. Drücken Sie ihn das gerade in die Hand. Ich schneide das dann raus, was nicht gefällt. Ups. Oh, nicht mehr. Entschuldigung zum Game. Das ist gemein. Sie macht Simulationen da drauf. Ja, genau. Super. Das sieht jetzt irgendwie. Also, bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ideal entstört ist. Es hat auch ein CE-Kennzeichen, ne? Ja, ich sehe es schon.
habe noch nicht mal die Taste gedrückt jetzt. Ich wollte mal einmal kurz. Da geht ein bisschen hoch, ne? Was macht das? 70 Watt, 68 Watt? Bleibt aber auch kapazitiv, ne? Also es ist nicht so, dass der Lüfter läuft auf der Sekundärseite. Ja, man merkt ihn aber. Ja. Also er kann was. Was ich mal gucken wollte, C-Kennzeichen. Da gibt es ja immer dieses schöne Bild hier. Ja, ist richtig. Genau, so, das hatte ich gesucht eigentlich. So, das ist ja ganz genau festgelegt, wie dieses CE-Kennzeichen aussehen muss. Und zum Beispiel konnte man immer, die sind aber mittlerweile auch besser geworden, eine nicht richtige CE-Zertifizierung daran erkennen, dass der Mittelstrich vom E genauso lang war, wie das oben drüber rausging. Und bei Ihnen ist er nämlich, ich habe gerade drauf geguckt, auch ein bisschen kürzer. Also es passt, scheint schon zu passen. Also mindestens das Kennzeichen ist richtig, nicht? Nun ist das bei der CE-Kennzeichnung ja so, je nachdem, was für ein Produkt Sie haben, kann das durchaus auch sein, dass Sie das selber zertifizieren können. Also Sie müssen halt nur die Fachkunde haben und dann können Sie das selber machen, selber erklären. Und deswegen klebt man das eben einfach manchmal nur so drauf, was nicht so im Sinne des Erfinders ist, nicht? Gut. Aber wo waren wir eben hier? Also es sieht nicht so ideal entstört aus, nicht? Also auch wahrscheinlich ein Schaltnetzteil irgendwo dahinter, das da irgendwie so ein bisschen rumrattert. Das ist also bei diesen Frequenzen, die wir jetzt hier sehen, natürlich noch nicht. Aber das ist natürlich auch für alle die ansonsten so insbesondere Kommunikation im Haushalt betreiben wollen. Fernsehen gucken oder sonst irgendetwas natürlich ein bisschen störend, wenn da über die Leitungen, und das ist ja jetzt nicht nur hier auf diesem Stück der Leitung, nicht, sondern der Strom, der muss ja das ganze Haus auch in dieser Form kommen. Da strahlen natürlich auch die Netzleitungen ab. Die sind nicht sonderlich gut geschirmt oder nicht gut geschirmt, außer ihrer Symmetrie, dass die zwei Leiter nebeneinander liegen, ist da eigentlich nichts. Dann sind sie zum Teil irgendwie lose aufgelegt oder so. Also da strahlt ganz schön was von ab, von dem Zeug hier. Und dann kann das schon mal sein, sowas gibt es auch, dass Sie also da eine schlechte LED-Lampe im Wohnzimmer anmachen und dann der Fernseher nicht mehr geht, nicht? Oder der geht schon noch, aber Sie empfangen halt nichts mehr, weil die Störungen einfach so groß sind, die Ihre Beleuchtung da erzeugt. Oder was man mal machen wollte, war ja dieses Powerline-Communication. Also Sie wollen Daten übertragen über die Stromleitung, über die 230-Volt-Netzverkabelung im Haus. Das leidet natürlich auch ein bisschen unter diesen Schaltnetzteilen, nicht? Oder die Amateurfunker, gut, das ist jetzt eine aussterbende Minderheit, aber trotzdem, die mögen das natürlich auch gar nicht, wenn da in dem Frequenzbereich von vielleicht ein paar hundert Kilohertz, wo die gerne Kommunikation betreiben wollen, da alle Häuser durch die Gegend funken und durch die Gegend strahlen, nicht? Und das dürfen die auch nicht, die Häuser. Also sollte da tatsächlich jemand ankommen und ihnen nachweisen, Klammer auf, wie weiß man das nach, ihnen nachweisen, dass sie da ein Gerät betreiben, das eben nicht den gültigen Normen entspricht, dann kann die Bundesnetzagentur, nee, dann fordert die Bundesnetzagentur von Ihnen, dass Sie das außer Betrieb nehmen. Und Fälle, von denen ich weiß, wo das aufgetreten ist, waren diese Plasmafernseher, Plasmabildschirme, die also vor einiger Zeit so richtig in waren. Mittlerweile werden die auch nach und nach wieder ersetzt. Die haben auch ganz gut rumgestrahlt im unteren Megahertzbereich. Und ist passiert, dass dann jemand von der Bundesnetzagentur das nachgemessen hat und gefunden hat und dann gefordert hat, hier, du guckst nicht mehr Fernsehen, also zumindest nicht mehr mit dem Fernseher. Das war dann ärgerlich für den, der den Fernseher gekauft hat, aber nun mal so. Nicht? Dafür gibt es die Gesetze und Normen und die sind da auch relativ strikt. Und wenn Sie das dann, also beim ersten Mal ist das eine Verwarnung und dann machst du es nicht wieder und gut, aber wenn Sie da nachhaltig stören, kostet das auch. Also dann zahlen Sie den Einsatz sowieso und eventuell auch eine Strafe. So, nur weiß man das natürlich nicht immer. Und man verlangt natürlich auch nicht von einem Laien, dass er sich da drum kümmert und selber nachmisst, ob sein Gerät eben wirklich störungsfrei ist oder so, nicht? Von einem Funkamateur beispielsweise, aber verlangt man das natürlich, weil der hat ja auch die Fachkunde dazu schon nachgewiesen. Okay, gut, so, noch irgendwelche Fragen, Wünsche zu dem Thema?
Ja, nein. Wenn nicht, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, unseren Föhn, den richtigen Haarföhn habe ich vergessen. Aber der verhält sich ähnlich wie die Dinger. Außer, dass er noch so einen Ionenbooster hat, aber den sieht man hier nicht. Gut, so, dann machen wir an der Stelle mit dem hier Schluss.